Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. In dieser Folge werden wir ja größtenteils das Auto für die nächste Saison in Angriff nehmen, für die zweite Saison in der Meisterschaft. So, wir haben noch einen Fahrer, den wir ausruhen können. Ja, du bist schlecht, auch wenn du Paydriver bist. So, auslaufende Verträge haben wir, ja, ein paar. Mit wem wird's denn die fahren? Ebony Tyler, alles klar. Interview behauptet, dass ihr Motor, das stimmt nicht, sie soll den Mund halten. Ja, das ist ihr sogar scheißegal. Wie geil ist das denn? Verstanden. Also, Schintino will ich auf jeden Fall als Fahrer behalten. Als erster Fahrer. Kriegt auch natürlich ein bisschen mehr Geld als zuvor. Wird zwar relativ teuer mittlerweile, der Fahrer. Aber ja. Kriegt ungefähr 300.000 mehr als letzte Mal. Das wird auch der letzte Vertrag, den er bei mir unterschreibt. Danach wird er mir doch ein bisschen zu teuer. So. Haben wir das auch schon mal geklärt. Das nächste, was wir klären müssen, ist den Fahrer oder einen zweiten Fahrer für die nächste Saison. Wir hätten hier diesen jungen Mann. Er ist ein Verbremser, hat ein erstes Album. Ist auch relativ ja, stark. Und hat 3,5 Sterne. Genauso viel wie gerade Siad. Also wird das eigentlich sozusagen kaum was bringen. Nur ist er auch ja. Kein Paydriver ist. Ist ein bisschen stärker als Dings, aber wir müssen halt gucken. Surikov. Haben wir Chancen, Surikov zu verpflichten? Ja, er ist interessiert. Das Problem ist, er ist sehr wahrscheinlich erster Fahrer. Das will ich nicht haben. Was haben wir? Wir haben noch Panett, die relativ stark ist. Aber auch noch, sie. Guck mal, was, wie viel Panett hat. 100%, ja. Das heißt, wir werden Panett mal einen Vertrag anbieten. Zweiter Fahrer. Mit 600.000, einen langen Vertrag. Haben wir zwei Fahrer, die ungefähr gleich stark sind. Handgeld? Wieso Handgeld? Sei froh, dass du überhaupt einen Vertrag kriegst. Würde ich jetzt mal so sagen, weil es ist halt arbeitslos. So. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass alles funktioniert. So. Ja, alles ist hier perfekt abgegradet. So, Mitarbeiter. Wir stellen ein. So, damit hat sie einen neuen Vertrag. Autsch, haben wir viele nach. So. Vertrag verlängert. Abgang von Kranz. Schaar fährt in den Ruhestand. McNeil-Vorsitz tritt zurück. Villan-Vorsitzender tritt zurück. Kirov tritt zurück. Angenommen von Cray. Woodford hört auf. Der Vorsitzender hier. Rückenquist tritt zurück. Der von Kikito. Abgang von dem. Also relativ viele, die jetzt aufhören. Sharp als Meister tritt sie ab. Ich bin Manager der Saison geworden. Ja, wer hätte auch erwartet, dass wir in der ersten Saison relativ stark auftrumpfen. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben wieder zwei Nachrichten, die wir lesen können. Einmal die Regeländerung. Die Meisterschaft über den Kompletten abgestimmt worden sind aber jetzt aktiv. Das könnten sie natürlich darauf auswirken, dass sie ihr Team verwalten. Dieses Jahr gelten die folgenden Regeln. Punkte für die Top 8. So, Team Kirov steigt auf und Archer steigt auf. Es ist mal wichtig, dass wir hier die Verträge von den Fahrern kriegen. So, Mitarbeiter. Er hat angenommen, das ist sehr gut. Damit sind unsere Mitarbeiter zumindest mal. Becker jetzt bei. Nein! Okay, das, Bergquist von weggeschnappt. Okay, ich habe einen Vertrag angeboten, ne? Aber welchen Fahrer haben wir, der jetzt noch keinen großartigen Vertrag hat? Lipponen.
Wägt ab. Ja, wägt ab. Auch wenn er 0 hat, er wäre ein super Fahrer gewesen. Giganto Racing. Gucken wir mal kurz nach den Giganto Racing Fahrern. Bergqvist. Hab ich auch gelesen. Da. Ja, gar nicht so schlecht eigentlich. Schön, Stan. Ja, den gebe ich noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Ja, ansonsten, Rossini hat den hier unter Vertrag genommen. Okay. Gucken wir uns auch mal an. So. 10 Tage haben wir Zeit, sie unter Vertrag zu nehmen. Erstmal ganz wichtig, den Vertrag von Cintino bestätigen. Er bleibt jetzt 2 weitere Jahre bei uns. Das freut mich eigentlich auch wirklich. So. Vorsaison. Mal wieder. Das Problem ist, ich hätte diesen Fahrer vielleicht früher sehen hätte können. Aber okay, ich nehme jetzt doch Panett an. Ist stärker als die anderen beiden Fahrer. Verdient natürlich ein bisschen mehr. 2 Millionen. Und wird direkt befördert zum zweiten Fahrer. Was natürlich ihr nicht gefällt. Und man sieht dafür noch Training fahren. Und das, ja, das wird ihr auf jeden Fall nicht ganz so gefallen, dass sie nur noch, ja, der dritte Fahrer ist. Jetzt haben wir 19 Millionen im Konto und 72.000. Okay, Steinemann mittlerweile der günstigste Motor. Dann werden wir den diese Saison benutzen. Das Heck, ja, mal schauen. Benzinlieferanten. Bleiben wir bei dem gleichen, den wir sonst auch immer hatten. Bleiben wir auch da. Warum soll man immer den teuersten nehmen, wenn der günstigste auch relativ gut ist? So. Wir können natürlich, ja, so agieren. Treibstoffeffizienz, dafür die Reifenabnutzung nicht so gut. Oder die Reifenabnutzung dafür gut und dafür der Treibstoff relativ schlecht. Also wieder so ein Mittelding. Ich bin eher der Freund, der die Nase ein bisschen tiefer hat. Hoch sieht es, ja, altmodisch aus. Machen wir so. Das Heck wiederum machen wir auf dieser Höhe. War das letzte Jahr, glaube ich, auch auf dieser Höhe ungefähr. Die Reifenerwärmung ist ja an sich auch nichts Verkehrtes bei. So. Lassen wir das diesmal so und damit ist der Wagen für diese Saison komplett fertig. Wir haben noch 31 Millionen auf dem Konto. Oh, Pause. Wenn wir doch so viel Geld haben und wir sowieso schon gute Zeiten haben, gutes Geld noch haben, dann könnten wir auch hier arbeiten Spitzeningenieure an neuen Ideen für neue Teile. Nee, bevor wir irgendwas da machen, bauen wir erstmal die Teststrecke. Sowie den Windkanal und können damit alles mindestens auf großartig ausbauen. Haben immer noch 16 Millionen. Das heißt, wir können noch irgendwas ausbauen, was wir benutzen können. Wir haben 16 Millionen. Wir könnten das Entwicklungszentrum wirklich bauen. Simulators Heckflügel. Getriebe. Also einmal ausgeben würde ich auf jeden Fall nochmal was und das ist die Telemetrie fürs Getriebe. Sind wir bei 10 Millionen. Also immer richtig was investiert hier in das Hauptquartier. So, das sind jetzt unsere Fahrer.
oder unser Team für diese Saison, unser Wagen ist auf Platz 7. Fahrer sind wir 7. Hauptquartier sind wir mittlerweile 9. Fünfter bei den Mitarbeitern, 5. bei den Sponsoren. Hier sieht man unser Wagen ungefähr, ja, relativ gleich gehalten. So, wir haben insgesamt 96 Mitarbeiter. 69 Mitarbeiter, sorry. Stufe 3 der Fabrik und Stufe 2 der Entwicklung. Unsere Marktfähigkeit ist bei 75,7%. 4. Oh. Ja, das ist unser Mechaniker, unser Ingenieur, unsere Testfahrerin, die letztes Jahr noch Hauptfahrerin war, und dann unsere beiden Hauptfahrer, die beide ungefähr wirklich gleich stark werden können. Ich glaube sogar, Panett kann ein bisschen stärker werden. Panett, keine Ahnung. Ja, Sponsoren haben wir alles noch da. Finanziell sieht es aus, dass wir Minus machen. Alles klar. Durchbruch beim Benzinlieferanten. Das heißt, Benzinlieferant ist wichtig für den Treibstoffeffizienz, würde ich mal behaupten. Da können wir einen Punkt gebrauchen. Also ungefähr 5 Millionen hätte ich doch schon gerne auf dem Konto. So, Fahrerscouting abgeschlossen. Das ist auch sehr gut. Da können wir dann für die nächste Saison gucken, weil das Vertrag läuft ja auch noch aus. Wetterzentrum gebaut. Das ist ja sehr schön. So. C-Mac hat richtig Potenzial. Die haben wir mal auf dem Schirm. Sie hat auch Potenzial, aber keinerlei Dings. Und er hat, ja, fährt bei Ferrari und ist dumm. Ja, Costa Quanta, 3 Millionen hätte ich schon abgeholt. Ja, wir könnten es sogar jetzt auch abholen. Aber den, da warten wir noch. Dass sie vielleicht später bei uns fährt. Und sie auch noch. Also, das sind zwei Fahrer, die richtig stark werden. So, Rodriguez nähert sich dem Ende. Spricht die Filmrolle vor. Also meine 5 Millionen, die ich haben will, die sind wir sehr wahrscheinlich noch da, die wir haben. Nochmal Benzin. Nochmal Benzin. Ne, das war die Reifenerwerbung, die was gebracht hat. Benzin wäre nächste Saison, gebe ich durch Treibstoff erhöht. Dann machen wir das mal. Wir haben dann unsere 5,6 Millionen und damit ein Auto, das überall fast auf dem gleichen Punkt ist. Diesmal mit Steinemann-Motor unterwegs. Also etwas, ja, wenn man die jetzige Formel 1 sieht, deutlich besseren Motor. Und wir haben das Wetterzentrum besser. Das Wetterzentrum verbessert ihre auswärtige Operationsbasis, liefert bessere Wettervorhersagen und erlaubt es, Witterungsänderungen früher vorauszusehen, was relativ wichtig ist, vor allem in einem Rennen, wo man dann halt ja, was regeln kann. So, jetzt im Schauspielunterricht, was den Marktwert auch nochmal steigt, das ist schön, der hat schon 100%. Oder? 100% plus 100%. Da fehlt Gentino noch. Ja, 5-Sterne-Sponsoren kriegen wir jetzt wieder. So, ja, wir gucken uns nochmal den Wagen an. Das letzte Mal, dass der so aussah. Ab jetzt haben wir dann eine neue Farbe. Und da gehen wir jetzt natürlich auch dazu. Ja, das erste, was wir direkt sehen, ist auch schon relativ gut. Ich will ein bisschen mehr Schwarz wieder drin haben als letzte Saison. Was ich auch als Dekorfarbe auch schwarz benutze. Also schwarzer Flügel. So. Sieht auch nicht schlecht aus. Ziemlich dunkel. Aber ich will jetzt ein bisschen mal weg vom Weiß. Ja, diesmal könnte man das ja benutzen, aber... Toll. Weg vom Weiß und haben wir hier ein ziemlich weißes Auto.
Wenn ich das Schwarz mit dem Weiß tausche. Gucken wir mal kurz. Nee. Andersrum sieht das vielleicht sogar noch besser aus. Nein. Also ich muss bisher sagen, das allererste, was wir hatten, sah bisher sogar am besten aus. Das sieht natürlich jetzt nicht schlecht aus. Das war unsere erste Sache, die wir hatten. Ich wollte zwar... Toll. Jetzt habe ich keine Nummer mehr. Dann hätte ich eine Nummer. Dann hätten wir ungefähr die Farben, die wir im ersten Jahr hatten. Wenn ich jetzt ein bisschen mal mit Schwarz experimentiere. Moment, dann wechseln wir das Ganze wieder. Obwohl, nee. Ich lasse jetzt mal genau so. Das ist das Auto für diese Saison. Ich glaube, das ist genau so, wie das erste Jahr aussah. Nur halt ohne das Schwarz. Ja. Damit wir wieder an die Wurzeln anknüpfen. An sich wollte ich ja halt mehr Schwarz haben. Was ich mal jetzt mal testen könnte, wie es aussieht, wenn es Schwarz wäre. Und die zweite Farbe Weiß. Und wenn ich die Weiß komplett weglasse, sieht das schon sehr, sehr komisch aus. Zufällig. Alter, sieht auch richtig stark aus eigentlich. Gehen wir hier mal auf Rot. Nee, das ist zu weiß. Wir ändern das genau wie gerade eben. Der Flügel wird schwarz. Zweitfarbe. Nee, die Zweitfarbe war weiß. Und die Sekundärfarbe war rot. Schade, dass man die Nummer jetzt dadurch nicht sieht, aber dann werden wir hier mal bei der Zweitfarbe auf Rot, Weiß. Weiß sieht man die Nummer nicht, bei Rot sind wir ein bisschen mehr Rot. Ich wollte mir mehr zwar auf Schwarz gehen, aber egal, dann machen wir den Flügel auch noch Weiß. Dann sind wir komplett vom Schwarzen weg. Und ich glaube, das sieht, sah der Wagen am Anfang auch so aus? Oder sah der andersrum aus? Ich glaube, der sah so rum aus. Zwar ist jetzt natürlich ein bisschen mehr Schwarz dazu, Weiß dazu, Rot dazu gekommen, genau. Dunkle Sponsorenfarben sind schwarz, weiße Sponsorenfarben sind weiß. Ja, genau. So, dann sehen wir jetzt ungefähr so aus wie im allerersten Jahr. Wir gucken aber nochmal rum. Sieht auch nicht verkehrt aus. Ja, hier die ändern sich überhaupt nicht. Die sind ja immer gleich. Oh, war was ganz anderes. War ansonsten alles bisher gepunktet, gestriffen. Das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Also weiß mit diesen roten Kästen hat was. Vielleicht nächste Saison, mal gucken. Aber ich würde sagen, wir haben unsere Farbe für diese Saison gewählt. Und da der Wagen oder der Name an sich ja mehr weiß ist, weiß ich nicht, warum ich eigentlich größtenteils auf Rot gehe. Aber der Wagen gefällt mir. So, zack, 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 zack. Wir sind bald wieder in Doha. Und dann geht es auch direkt wieder ans Entwickeln. Für die neue Saison. Vorab-Tests. Dann sind wir direkt mal dabei. Und schauen wir, wo wir landen. Ja, Gentino fährt erstmal weit hinten mit rum. Jetzt kann man wissen, ich würde gerne wissen, welche Strecke das genau ist, wirklich. Ja. Platz 7 und Platz 12.
Sehr interessant, natürlich. Bergquist. Bergquist fährt jetzt bei Ferrari. Oder Rossini, wie man es auch sagt. Sehr interessant und auch sehr, sehr schnell unterwegs. Also, ist keine schlechte Fahrerin. Also, ich wollte natürlich damals halt einen Fahrer haben, der besser war. Was in dem Moment halt, glaube ich, Burros oder ich weiß nicht genau, wer es war. Thornton, Archer, Dragon, Predator. Also sie fuhr auch relativ lang bei uns. Wir haben sie sozusagen in die Welt des Rennsports reingeschickt. Konnte einen Sieg bisher feiern. Einen Sieg nochmal bei Dragon in der Euro Series. Noch ein Sieg in der Euro Series mit Archer. Zwei Podeste in der Asienmeisterschaft und ist jetzt auch letztes Jahr schon bei Ferrari gewesen. Okay. Ach ne, das war ja, weil es schon vorher. Okay. Ziele für die Saison: 3., 5., 7. Mein Ziel ist es wieder, Platz 5 zu holen. Deswegen. Da haben wir 73.000 minus. Das ist ja sogar noch machbar. Sponsorenmäßig sieht es ja 180.000, 500 und 100.000. Also das. Da dürfte eigentlich noch was gehen. So, gucken wir mal. Wir haben relativ viele Leute. Den Motor direkt mal. Und das Getriebe relativ frisch halten. Fischentino, dass der relativ schnell durchkommt. So, motormäßig sind wir auf Platz 6 und flügelmäßig. Das heißt, Probleme haben wir zurzeit. Ja, Getriebe und Aufhängung. Erstmal, ja, ich sollte erstmal aufschreiben, genau welche Stärkenpunkte wir jetzt genau haben. Bevor ich irgendwas hier entscheide und das am Schluss schlecht ist. Und mein Stift schreibt jetzt erst. So, die Bremsen haben 1275 Punkte. 90 Punkte. 1651 Motorpunkte, 1511 Frontflügel, 1350 Getriebe, 1505 Heckflügel und 1396 die Aufhängung. Das heißt, wir müssen uns direkt mal ans Getriebe wagen und mal eins bauen mit 401. Danach haben wir ja, eins, was wir hier verbessern können, eins, was wir da verbessern können. Es wird diesmal nicht so günstig, weil wir wollen ja definitiv näher rankommen. Aber wichtig ist erstmal, dass einer von den beiden Fahrern, meinerseits jetzt Shintino, ja, ohne Probleme mal das Rennen mit dem Motor bestreiten kann, ohne dass wir den Motor reparieren müssen. Dieses Jahr erwartet der Favoriten Rossini mit Bette Bergquist und es kommt jetzt wie ein herausragender Teamtechnik. Derweil wird Kevin Mampe, ja genau, so heiße ich genau, neuer Manager von Bette, den Rest der Teilnehmer versuchen zu beeindrucken. Ein Platz 10 oder besser wäre eine sehr beachtliche Leistung für den deutschen Teamchef. Wahnsinn! Mann, seid ihr nett! Letztes Jahr bin ich Fünfter geworden. Vergesst das nicht. Ah, okay, bevor wir da dann hinreisen, würde ich sagen, war es das bisher von der neuen Saison. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann bei dem ersten Rennen der neuen Saison einschaltet in Doha. Ja, also bis dahin. Ciao.